gerade Oliver genannt hast, weil das war früher immer der Name, den ich gehört habe, wenn irgendwas passiert ist. Olli recht vollkommen. Oliver, und an die Jungs hier in der Runde, bei mir war es letztes Mal genauso. Ich habe hier gesessen, ich habe an die Jungs in der Runde hier, ich habe letztes Mal hier gesessen und gedacht, ich habe nie Tagebuch geschrieben. Das ist dann wie ein Blitz durch meinen Kopf schoss und ich dachte, irgendwo ist da noch was. Und ihr seht dieses wunderschöne Tagebuch mit dem, tollen Schloss davor, was ich dann in der Zeit vom 4.5.1985 bis zum 19.7.85, also ganze zwei Monate. Ihr seht den Schönschrift. Und mit ganz vielen Karten drin, die mir jetzt hier gerade runterfallen. Ja, also ich habe dieses Buch damals von meiner Oma bekommen, und zwar zur Firmung. Ich glaube, du musst besser ins Mikro reden. Das steht hier nämlich auch noch drin. Moment, so, ich glaube, so könnt ihr mich alle verstehen, oder? Ja. Fangen wir mal an. Am 4.5.1985, da war ich 11, hatte Firmung. Und ich habe festgestellt, dass ich dieses Buch hier durchgelesen habe, dass ich offensichtlich immer ein kleines Faible fürs Wetter hatte, weil ich fast lieber Tag ist mit dem Wetter. Bis auf den ersten Tag. Da fangen wir mal mit an. Es ist Samstag, der 4.5.1985. Heute hatte ich Firmung und dann in Anführungsstrichen die von gestern nachgefeiert. Sebastian war hier und hat mich ganz schön geschafft, das ist mein kleiner Neffe. Katrin hatte heute, das ist meine Cousine, ein Spiel gegen Heben, das war ein Handballspiel und ich habe ein Portemonnaie gekriegt und ein Atari-Fußballspiel und einen Ziegelkalkasten und viele, viele Briefe. Das Wetter war heute nicht so gut, da haben wir es nicht, und ich war heute nicht draußen, ich war mit Papa Bier holen. Ich hatte meine Kribbelhose an, was auch immer das ist. Und Oma war heute sehr lieb, denn von ihr habe ich ja auch dieses Buch. So, Sonntag, 5.5. Immer schön bei den Fakten bleiben. Heute waren Papa und ich auf der Visa. Das muss man dazu sagen, ich bin in Bielefeld aufgewachsen und die Visa ist so eine Wirtschaftsausstellung, wo es ganz viel Gedöns gab. Und von Spielzeug bis hin zum Bügeleisen, irgendwie alles. Und ich habe mir einen Steckbrief machen lassen. Da konnte man sich damals fotografieren, da kann ich mich sogar noch daran erinnern. Und dann wurde das direkt und zwar unmittelbar ausgedruckt und man konnte es sofort mitnehmen, dieses Foto. Damals schon, wow. Die Farbe ist zwar schwarz-weiß. So, und dann kommen wir wieder zum Wetter. Das Wetter war heute teilweise gut, aber auch schlecht. Wir haben nach der Visa dann noch Fußball gespielt und auch was kaputt gemacht. Gestern waren in den Briefen 210 D-Mark. Ich will noch was schreiben, aber mir fällt gerade nicht mehr ein, was. Das war der Sonntag. Kommen wir zum Montag, den 6.5.1985. Heute erst um 8.45 Uhr Schule gehabt. Das Wetter war super. Das Mädchen musste ich heute abschreiben und ich habe vier DIN A4 Blätter gebraucht. Heute müsste ich auch zu Frau Dr. Träger, die Zahnärztin, um 15 Uhr und sie hat nichts gefunden. Vor und nach dem Zahnarztbesuch habe ich Mathe, Erdkunde und Deutsch, Klammer auf Märchen, gemacht. Heute Abend habe ich schließlich auch noch fast den ganzen Abend Fußball vor der Haustür gespielt. Und höchstwahrscheinlich kriegen wir morgen einen neuen Klassenraum, wahrscheinlich 308. Ich musste vorflöten, Note 3. Dienstag, 7.5.1985. Heute war das Wetter schwül. Die Schule war nicht so gut. Wir haben in Deutsch einen Test zurückgekriegt, Note 2. Um einen Punkt an der 1 vorbei. Ich, Jörg und Stefan waren auf dem Schotter. Das ist unser kleiner Fußballplatz, wo man sich gerne mal die Beine aufgerissen hat. Als ich vom Schotter kam, war es erst 17.45 Uhr. Ich war heute auch für das Muttergenesungswerk sammeln. Ich war nämlich Messdiener. Weil ich ja am Sonntag vergessen habe zu schreiben, dass ich eine Sammelbüchse übernommen hatte. Wir nehmen in Bio gerade Pferde durch. Und dann gehen wir zur Pflanzenwelt über. Ich bitte um Entschuldigung für diesen wunderbaren Tintefleck, der hier oben ist. Es war schwül, denkt dran. So, Mittwoch, 8.5.1985, Klammer auf, Kriegsende. Heute war das Wetter einfach super.
Wir haben den Raum 308 gekriegt und der ist einfach super. Mein Mädchen war ganz gut und ich sollte die Berichtigung machen. Stefan hat heute ein Klassenspiel. Mutti und Papa fahren gleich zum Geburtstag. Der Klassenraum hat einen großen Vorraum. Erste Reihe, Doppelklung, Waschko, ich, Peter, Sascha. Wir vier mussten auch das Pult rumschleppen. Ich will gleich noch Fußball spielen. Der Himmel war heute Morgen grau. Aber den ganzen Tag über war er blau. So, Donnerstag, 9.05.1985. Ihr werdet es ahnen, heute Morgen war das Wetter einfach super. Von 10.45 Uhr bis 13.45 Uhr war der Himmel total bewölkt. Jetzt ist er wieder blau. Ich hätte Meteorologe werden sollen. Oder Fußballer. Ja. Das kommt nämlich jetzt. Stefan und ich haben heute auf dem Spielplatz Fußball gespielt. Die Schaukel war, Klammer auf, ist wie gestern aufgedeckt, also die Hollywood-Schaukel, weil ja auf der Terrasse meiner Eltern. Als Hausaufgaben waren so mittelfiel. Mathe war schwer und viel Deutsch war leicht und wenig. So, Mathe war schwer und viel Deutsch war leicht und wenig. Ich habe auf dem Spielplatz alle Spiele gewonnen, gleich esse ich noch ein Eis. Freitag, 10.05.1985. Der Himmel war heute bewölkt. Tanja war heute eine halbe Stunde hier. Stefan, der steht da leider nicht. Stefan und ich waren heute auf dem Spielplatz, circa um 16 Uhr. Wir haben einmal auf die Wand und einmal auf den Zaun mit Tennisbällen Fußball gespielt und dann vom Sandkasten zur Bank gespielt. Wir sind auch über die Rutsche geklettert. Ich habe alle Spiele gewonnen, Hausaufgaben gingen so und morgen stehen wir in der Deutscharbeit, dritte bis vierte Stunde. Es war heute auch ziemlich kalt. Im Sport haben wir Basketball gespielt. Samstag, 11.05.1985. Gestern war das Wetter wechselnd. Ich habe vor unserer Kirche mal wieder für das Muttergenesungswerk gesammelt und bin einen ganzen Strauß Plastikblumen mit G geschrieben, losgeworden. Ich bin sogar bis 0 Uhr aufgeblieben. Die beiden Filme, die ich geguckt habe, heißen Der Mann aus Baltimore, 22.05 bis 23.15 Uhr. Und im zweiten Programm Inspektor Lulu, eine Knallschote im Einsatz. 20.15 Uhr bis 22 Uhr. So, Sonntag, der 12.05. Muttertag. Ja, das Wetter war heute ganz gut. Und wir hatten die Schaukel auf. Papa und ich haben auf unserem Rasen Fußball gespielt, 18:18. Meinen Fernseher hatten wir unten auf der Terrasse. Heute waren Landtagswahlen, Worms gegen Rau. Die SPD hat deutlich mit 53% gewonnen. Und jetzt kommt was ganz Unglaubliches. Die FDP sind im Landtag. Das waren noch andere Zeit. SPD hat gewonnen, CDU dagegen 7,5% verloren. Wir waren heute Morgen bei Oma. Vorher waren Mutti und Papa wählen. Ursula, meine Schwester, ist nicht wählen gegangen. So, Montag, 13.05.85. Heute war das Wetter so wie gestern. Ganz gut. Wir, Claudia, Tanja, Stefan und ich haben heute auf dem Spielplatz Fußball gespielt mit einem Gummiball. Ich habe alle Spiele gewonnen. Die Schule war so einigermaßen. Wir hatten Bio, Erdkunde und Mathe auf. Mathe war sehr viel. Der Ball ist heute sehr oft über die Garagen geflogen. Der Dicke konnte nicht mal über die Rutschen klettern, wie wir. So, Dienstag, 14.05.85. Heute war das Wetter sehr gut. Der Himmel war blau. Wir, siehe, 13.05., Claudia, Tanja, Stefan und ich, waren auf dem Spielplatz. Ich habe, wie gestern, alle Spiele gewonnen. Die Schule war nicht so gut und wir pressen in Bio gerade Blumen. Morgen schreiben wir eine Englischarbeit über Unit 7. Ich habe auch heute auch für Mutti einen Sprudel geholt. Heute Abend tourt Mutti ja auch wieder. Ich muss dazu sagen, Frau Dr. Steiger, die jetzt gleich kommt, Frau Steiger ist eine Hautärztin. Ich habe damals geschrieben mit Pfeilen, Mutti hat Frau Steiger eine Warze abgemacht.
Das war dann doch umgekehrt. Papa hat heute Rasen gemäht. So, Mittwoch, 15.05. Heute Morgen war das Wetter bis 12.30 Uhr super, dann aber bewölkte es sich. Wir haben in der Schule die Englischarbeit geschrieben. Man hat uns, Tanja, Stefan und ich, vom Spielplatz verjagt. Stefan und ich haben dann auf unserem Parkplatz Kopfball und Torwart gespielt und dann fing es an zu regnen. Heute ist auch das Europapokal-Endspiel Everton-Rapid Wien. Ich drücke Wien die Daumen, weil Everton Bayern mit Glück besiegt hat. Und es war eine schlimme Zeit, ich war noch Bayern-Fan damals. Ich war 11. Donnerstag, 16.05. Vatertag. Das Wetter war einfach super. Wir haben heute eine Radtour über 47 Kilometer gemacht. Onkel Michael war der lustigste von allen. Papa und Mutti waren nicht schlecht. Dann haben wir gegrillt. Katrin, meine Cousine, und ich haben im Keller Fußball mit einem Gummiball gespielt. Ich bin ganz schön geschafft und habe auf den Armen Sonnenbrand. Freitag, 17.05.85. Heute war der Himmel nur blau. Wir haben die Deutscharbeit Nummer 7 zurückgekriegt, Note 2. Mutti und Papa sind zur Silberhochzeit. Stefan und ich haben heute sehr viel gespielt. Erstens Fußball, Parkplatz und hinterm Häuschen, zweitens Ketka, drittens Fangen bis 19 Uhr auf dem Parkplatz. Ich war heute bei Oma, Hausaufgaben musste ich machen, Englisch, 3 Seiten schreiben, Mathe Nummer 2, Deutsch Berichtigung. Mutti und Papa sind um 15.25 Uhr losgefahren. Samstag, 18.05.1985. Heute war das Wetter wunderschön. Mutti und Papa sind um 13 Uhr zurückgekommen. Heike, Ursula und ich waren auf dem Leineweber-Markt und ich habe mir eine Birne als Anspitzer gekauft. Gerade waren wir in der Kirche. Bayern hat 2-1 gewonnen und sie bleiben bis jetzt noch Tabellenführer. Gleich kommt Wetten, dass... Das gab es damals auch noch. Sonst ist heute nichts weiter passiert. Und dann doch... Fett unterstrichen, Ursula, meine Schwester, hat mich zur Schule gebracht und wir waren erst um 7.57 Uhr an der Schule. Das war knapp. Sonntag, 19.05.1985. Heute war das Wetter gut. Mutti hat heute Geburtstag. Papa hat heute gegrillt. Ich bin heute mit dem Ketka herumgefahren und Papa und ich haben heute Morgen noch Blumen geholt. Ich bin heute erst so um 9.20 Uhr bis 25 Uhr aufgestanden. Ich habe gegen Katrin beim Atari-Fußball immer mit 8:0 und 10:0 gewonnen. Morgen schreiben wir einen Biotest. Ich habe Mutti noch nichts davon gesagt. So, Montag, 20.05.85. Heute war das Wetter bis 16 Uhr regnerisch. Aber dann schien die Sonne. Wir, also Frank S., Frank W., Thomas W., und andere Firmlinge sind heute nach Driburg und nach Paderborn zum Grab der neulich selig gesprochenen Pauline von Mallinckrodt gefahren. In Driburg haben wir das Missionshaus besucht. Der Herr Schilling, von dem ich gefilmt wurde, war nicht da. Er ist auf Missionsreise, wahrscheinlich in Neuguinea. Im Missionshaus haben wir Dias geguckt. Der Busfahrer war Dies Ralf. So, jetzt war einfach Dienstag, 21.05.85. Heute war das Wetter nicht gut. Es hat heute sehr stark, Klammer auf, viel geregnet. Ich habe heute noch Mathe gemacht. Ich war heute auch in der Großgruppe. Das war so eine Firmlingsgruppe da. Ich war der Einzige. Das ist nicht schlecht. Ralf und ich haben während der Großgruppe nur Tischtennis gespielt. Ich war um 16 Uhr schon mal da. Zu der Zeit hat es am stärksten geregnet. Ich wusste nicht, ob die Gruppe nun um 16 Uhr oder um 17 Uhr war. Sie war aber um 17 Uhr. Die Hausaufgaben habe ich von 13.45 Uhr bis 16.50 Uhr gemacht. Ich habe das Bild heute gemalt. Schön. Ja, fantastisch, Olli. Wenn es mal das Studienfach Geschichte der Meteorologie geben sollte, dann werden sich die Leute an.